Also, wir legen los. Und zwar, bevor ich loslegen darf, habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen. Genau. Heute haben wir nämlich noch eine andere Location dabei, wo wir zuschauen. Und das sind unsere Bieler Kollegen. Genau, das ICF Biel wird mit dabei sein bei dieser Message. So genial, dass ihr dabei seid, von Biel her. Und wir möchten einfach alle ganz kurz aufstehen und kurz so richtig hinteren Wink in die Kamera. Come on. Yeah! So gut seid ihr dabei heute. Genau. Nachdem wir eine kurze Pause bei uns hatten und letzte Woche einen fantastischen Sonntag hatten, wo wirklich so alles zertifiziert wurde, was nur ist gegangen, Graduation, Jump, Segnung, Dolphy, ich weiß nicht, was sonst noch für Zertifikate verteilt worden sind, aber es war ein recht Burner-Sonntag. Und jetzt geht es weiter in dieser Serie Roots. Und für mich ist der letzte Sonntagabend so wieder so ein bisschen back to the roots gesehen. Hey, wir haben am Abend 11 Leute im Eichholz dürfen taufen. So genial gesehen. Ich habe das noch nie so im ICF Bern erlebt, seit ich da bin. Und ich bin jetzt doch schon etwa 5 Jahre oder so dabei. Und es war so hammermässig. Du hast in der einen Ecke hast du ein bisschen die gerne laut Musik hören, in der anderen Ecke hast du ein bisschen die kiffen und in einer anderen Ecke hast du eben die taufen. Und das habe ich... Es ist einfach so entspannt, wie wir dürfen in die Welt rausgehen und dort Kirche leben. Das habe ich wirklich sehr inspirierend gefunden. Back to the roots, genau. Ja, ob wir wollen oder nicht, der christliche Glaube ist auf der Grundlage, so auf der Wurzel vom jüdischen Verständnis von Gott aufgebaut. Das ist so ein bisschen die Wurzel, die wir da dabei haben, der Wurzelstock als Symbol. Und wenn wir Gott besser verstehen wollen, dann müssen wir in den jüdischen Kontext hineinschauen, weil es mag jede Nation stolz sein darauf, wenn sie irgendetwas erfunden hat oder etwas hervorgebracht hat. Aber Jesus ist nicht irgendwie in Amerika geboren. Und Jesus ist nicht irgendwie bei uns in der Nähe geboren, in den germanischen Ländern, sondern Jesus ist mitten im jüdischen Volk geboren. Ein Volk, das eigentlich zu dieser Zeit noch ein bisschen unscheinbar gewirkt hat und nicht viel zu sagen hatte. Aber Gott hatte eine Vision mit dem Volk. Mit dem Volk Israel, wo er wollte, dass dort daraus ein Volk entsteht, das die ganze Welt wird verändern. Und das hat er schlussendlich auch geschafft. Und darum, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, in welchem Kontext dass Jesus hineingeboren ist. In das jüdische Verständnis hinein, wo wir im Alten Testament ganz viel davon lesen. Und wenn sich Gott den Menschen als einen Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob vorgestellt hat, dann muss irgendetwas an diesen Glaubensvätern dran sein, wo wir Gott selber drin sehen können, wo wir seinen Charakter können spüren und rausspüren, was Gott uns möchte sagen durch diese drei Männer. Und heute schauen wir den Isaac an. Der Isaac war der Sohn von Abraham und von der Sarah gewesen. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie man anhand von seinem Leben drei Begriffe ein bisschen genauer anschauen kann. So, und jetzt muss ich, damit ich meine Folie da richtig nachher aufmalen. Das da. So. Wunderbar, genau. So, wir haben Gehorsam, dann haben wir Vertrauen und wir haben Treue. Kann man es lesen einigermaßen so? Schon, hä? Grosses Nicken, gut. Sonst könnte ich es nicht gross ändern, aber genau. Es ist einfach so. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, bei diesen drei Begriffen, boah, das wird eine anstrengende halbe Stunde, weil es dann so wieder nach, ja, mega gut im Christ sein und mega anstrengend. Und das ist doch sowieso etwas nur für die, die auch eine Buddy sind mit Gott da innen, weil in diesem Fall das sowieso locker. Und der Isaac ist ja auch einer, der recht gute Voraussetzungen hatte. Die hatten einen Haufen Stutz, die haben sich um das keine Sorgen machen müssen. Er hatte einen Vater, der krass mit Gott unterwegs war. Und dann sind diese Sachen, Gehorsam, Vertrauen, Treue, eigentlich doch gar kein so ein Problem. Ich möchte aber am Anfang ganz bewusst ein bisschen in den Kontext hineinschauen, wo die drei Männer gelebt haben, um euch zu zeigen, warum es so uns etwas angeht, die drei Wörter. Genau. Der Abraham, Isaac und Jakob waren ja grosse Glaubenshelden, sogenannte Glaubensväter. Und anhand von ihrem Leben können wir unheimlich viel lernen. Und wenn du liest die ganze Geschichte, das ist im Genesis oder auch bekannt unter dem ersten Buch Mose. Und dort in den Kapitel 12 bis 36 findest du die ganze Geschichte von diesen Glaubensvätern.
Und jetzt denken wir als allererstes, so, ja, wenn wir die Geschichte lesen, dann geht das von hoch zu hoch, von Sieg zu Sieg und mega unheimlich krasse Sachen, die sie mit Gott erleben. Das ja, aber wenn wir die Geschichte auch lesen, werden wir merken, dass irgendetwas bei denen manchmal nicht so ganz sauber war. Dass irgendetwas nicht so ganz in Ordnung war in ihrem Leben und dass sie manchmal mehr Dreck am Stecken hatten, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Und trotzdem können wir gewisse Lektionen von ihnen lernen. So, jetzt muss ich da das Richtige finden. Die erste Lektion, das geht um eben die sogenannten Patriarchen. Das ist ein anderes Wort für die Glaubensväter, die man damals gebraucht hat. Und die Patriarchen, die hat etwas ausgezeichnet. Und zwar, dass sie eben, wie gesagt, ihr Leben eigentlich nicht ganz im Griff gehabt haben. Wenn du den Abraham anschaust, der hat nicht können warten, bis endlich sein Sohn da ist, der ihm versprochen worden ist. Also hat er sich nicht mit seiner Frau vergnügt, sondern er hat die Magd genommen und hat gefunden, mit der geht es auch. Und dann hat er gefunden, okay, dann muss es zumindest von der her einen Sohn geben, und es hat es auch natürlich gegeben. Aber irgendwie ist dem Haushalt nachher nicht ganz alles so in Ordnung gewesen. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn dein eigener Mann einfach so denkt, nehmen wir mal eine andere Frau, dann gibt es vielleicht auch noch ein Kind dazu oder so. Könnte zu Spannungen führen. Dann der Jakob. Der Jakob war einer, das war der Sohn von Isaac, der hat gelogen und betrogen, was noch gegangen ist. Der hat seine Brüder verarscht, wirklich auf das Krasseste, wo er ihm sein Erstgeburtsrecht weggenommen hat, wo er den Segen vom Vater auf sich genommen hat, anstatt dass der Brüder bekommen hat. Wenn du nachher weiterlesest, der Josef, der aus dieser Familie heraus entstanden ist, der ist verkauft worden nach Ägypten von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass das ganze Volk Israel in Ägypten einmal versklavt ist worden. Also du merkst, da ist irgendetwas im Lebenslauf drin nicht ganz so okay. Aber Gott hat trotzdem Geschichte weitergeschrieben. Und die Geschichte, die er weitergeschrieben hat, bedeutet für mich, er hat auf krummen Zielen gerade geschrieben. Er hat auf krummen Zielen hat er gerade geschrieben. Und zwar hat er einfach die Menschen genommen und gesagt, ich gebe nicht auf, mit euch die Geschichte zu schreiben. Ich höre nicht auf, obwohl ihr manchmal andere Wege geht. Der zweite Punkt hat mit der Sarah zu tun. Der Mutter von Isaac. Sie war schon 90, und als sie 90 war, hat Gott eine Verheißung gegeben, in einem Jahr wirst du ein Kind gebären. Und sie hat natürlich, sie hat nichts anderes gewusst als zu lachen darüber. Und ich glaube, dass wir uns manchmal in der Sarah wiederfinden. Dass wir so häufig enttäuscht worden sind und Enttäuschungen erlebt haben, dass wenn Gott etwas Grosses möchte machen, dass wir nichts anderes übrig haben, als noch ein Lachen. Und ich glaube, dass gewisse von uns die zweite Lektion mit einem verbitterten Herz werden lernen und andere werden es mit einem offenen Herz lernen. Aber lernen werden wir sowieso. Und zwar, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat. Dass wir Menschen manchmal unglaublich ungeduldig sind und denken, es muss doch gerade morgen passieren und denken, es muss doch gerade jetzt passieren. Und Sarah hat müssen lernen, hey, Gott hat ein anderes Zeitverständnis und Gott lässt sich eine andere Zeit nehmen, als wir ihm die auferlegen. Und die dritte Lektion, die dritte Lektion hat mit dem Ismael zu tun. Der Ismael, das war der Halbbruder vom Isaac. Der ist eben aus dieser Familie auch rausgekommen, wo der Abraham mit seiner Magd geschlafen hat. Und du merkst, was für eine grosse Ungeduld das bei ihnen da war, dass sie den Sohn unbedingt wollen, dass der auf die Welt gekommen ist. Und wir können dieser Lektion auch sagen, dass wir Menschen manchmal so zu Eigenlösungen tendieren. Wo wir gerne das Ganze ein bisschen schneller möchten als alles andere. Und dann kommen wir auf Ideen und sagen, ja, so könnte es auch noch gehen. Und es geht mir nicht darum, um heute zu sagen, hey, wir müssen passive Christen sein oder so. Das überhaupt nicht. Aber ist es uns nicht allen schon mal passiert, dass wir zurückschauen und merken, hey, ja, den Weg, den ich dort eingeschlagen habe, dann habe ich gedacht, dass das super wäre damals. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, ist es vielleicht doch nicht die beste Lösung gewesen.
Wer da innen hat schon mal für etwas gebetet und es ist nicht eingetroffen? Also schau dir mal ein bisschen um. Irgendwie machst du wohl nicht alles falsch, weil es geht irgendwie allen gleich. Die zweite Frage ist aber viel entscheidender. Bist du schon mal froh gewesen, dass etwas nicht eingetroffen ist, was du dafür gebetet hast? Also muss ich nur an meine erste Beziehung denken, wo ich irgendwie noch Teenie gewesen bin. Und oder vom ersten Tag an habe ich zu Gott gebetet und gesagt, das wird meine Frau. Und schenkt mir die Frau, dass ich die heiraten darf und dass es gut kommt. Und also, gell, in Ehre, wir haben uns da gut versöhnt nachher und so. Und es ist gut rausgekommen. Aber trotzdem muss ich heute einfach sagen, es ist einfach gut, dass es nicht so ist gekommen und dass Gott einen anderen Plan hat. Und ich glaube, dass es manchmal bei uns im Leben so geht, dass wir selber gerne machen möchten. Und das Krasse ist, Gott hört auch dann nicht auf, mit uns zu arbeiten. Gott hört nicht auf, wenn wir Sachen ein bisschen krumm angehen, er schreibt weiter auf diesen Zielen. Wenn wir ein anderes Zeitverständnis haben, Gott lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern geht weiter mit uns. Und wenn wir Eigenlösungen kreieren, macht Gott etwas Neues daraus. Wenn wir Plan A, Plan B, Plan C haben, dann hat Gott einen Plan D auf Lager. Und all das hat dazu geführt, obwohl sie so ein Leben hatten, die Glaubensväter, dass Gott sie unglaublich gesegnet hat. Mit Reichtum, er hat sie mit einem grossen Volk gesegnet und er hat diesen Menschen alles gegeben, was sie gebraucht haben. Er hat sie gesegnet und ich glaube ganz fest, dass im Leben von Isaac der Segen zu tun hatte mit seinem Gehorsam, mit seinem Vertrauen und seiner Treue. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir die Glaubensväter nicht anschauen als solche, die das locker gefallen ist, wenn wir das anschauen. Sondern ihnen ist alles andere als locker gefallen. Und darum glaube ich, das ist gerade hier oben drauf, schreiben, dass damit niemand anders als du und ich gemeint sind, wenn es um die Punkte geht. Genau. So, jetzt muss ich das ein bisschen auf die Seite schieben, jetzt geht es dann da hinten ein bisschen weiter. Und zwar, wir schauen ganz kurz auf das Leben von Isaac, und zwar so ein kleiner ein Lebenslauf. Ich finde es immer interessant, Personen so ganzheitlich anzuschauen in der Bibel. Oder der Isaac ist geboren, wo der Abraham 100 war und Sarah, die war 91. Sein Halbbruder war eben der Ismael. Mit 36 Jahren ist seine Mutter gestorben. Sarah ist 127 geworden. Und das hat ihn mega getroffen. Also er war wirklich betrübt über das. Und dann mit 40 hat er nachher Rebekka geheiratet, die so wie ein Trost war für den Verlust von seiner Mutter. Also mit 40 geheiratet, also manchmal ist auch ein anderes Zeitverständnis von Gott damals gesehen. Und mit 60 hat er dann Zwillingssöhne bekommen, also da habe ich noch keinen Stress, merke ich. Genau. Für Gott ist alles möglich. Aber wir sehen nachher, er hat auch ein bisschen länger gelebt, als wir das heute leben. Genau, er war 75, als der Vater gestorben ist. Und dann mit 180 Jahren, stell dir mal vor, du lebst 180 Jahre, was dort alles passieren kann. Mit 180 Jahren stirbt der Isaac nach einem erfüllten Leben. Und das wirst du sehen bei all diesen Patriarchen, steht am Schluss für ihrem Leben, sie sind nach einem erfüllten Leben gestorben. Sie sind nach einem erfüllten Leben mit Gott von dieser Welt gegangen. Und nicht, weil sie einfach geleistet und geleistet und geleistet haben, sondern was sie ausgezeichnet hat, ist ihre tiefe Beziehung, die sie mit Gott hatten und die sie durchgedreht hat in dieser Zeit drinnen. Der Isaac hat eine krasse Verheißung von seinem Vater übernommen. Die lesen wir in Genesis 25,11. Das heißt, nach Abrahams Tod segnete Gott Isaac. Ihm galt es jetzt, was Gott Abraham versprochen hatte. Und du musst wissen, das Versprechen, das ist nicht einfach so gewesen, ich werde dir ein Kind schenken oder zwei oder drei, sondern ich werde dir ein ganzes Volk schenken. Ein Volk, das grösser wird als jede andere Nation. Du wirst Völker und Städte erobern, die dir zu Füßen werden liegen. Das ist eine unglaublich krasse Verheißung. Und jetzt hat der Isaac nicht einfach so überkommen. Der Isaac hat sich beweisen. Gott hat Isaac die Aufgabe nicht einfach so überdreht, sondern er hat gesagt, hey, ich möchte gerne schauen, wie er die Sachen anpackt, wie er durchs Leben geht, um wirklich zu wissen, ist es in der richtigen Hand bei ihm. Und so hat der Isaac 3 Prüfungen müssen durchgehen. Die erste Prüfung war Gehorsam gewesen. Gehorsam
Es ist wieder mal eine Hungersnot im Land ausgebrochen und das haben sie schon gekannt, das hat es beim Vater schon gegeben, eine Hungersnot. Und sie haben gewusst, wenn es eine Hungersnot gibt, dann müssen wir so ein bisschen Richtung Ägypten gehen, weil dort hat es noch genug Nahrung und dort bekommen auch wir etwas, wenn wir genug Geld dafür zahlen und dann müssen wir nicht verhungern. Also hat sich der Isaac auf den Weg gemacht und hat in der Stadt Gerar hat er einen Zwischenhalt gemacht. Das ist ein Philisterkönig gewesen, also eigentlich ein fremdes Volk, wo den Israeliten nicht gut gesinnt war. Aber der König ist ihnen gut gesinnt, weil der Abraham gute Vorarbeit geleistet hat. Und so sind sie dort als Zwischenhalt gelagert. Und dann kommt Gott und sagt im Isaac, geh nicht nach Ägypten, sondern bleib in diesem Land. Ich werde dir immer beistehen und dich segnen. Jetzt hast du als Isaac, der eine ganze Sippe unter sich hat, zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst in diesem vertrockneten Land und du musst deine Sippe irgendwie probieren durchzuschlagen, oder du hast Aussicht auf Nahrung, die du ganz sicher kannst beziehen, wenn du ein bisschen Geld dafür zahlst. Was hat der Isaac für einen Weg gewählt? Er hat gesagt, wir lesen darüber, dass er gesagt hat, ich bleibe in Gerar. Er hat das entschieden für seine ganze Familie. Und überleg dir mal, was das könnte bedeuten in unserer heutigen Zeit, wenn es vielleicht nicht um Hungersnot geht. Bei uns geht es, in unserer Schweiz geht es nicht mehr um Hungersnot. Aber vielleicht bist du in einem Job drin, der dich alle Kräfte raubt, die es nur gibt, und vielleicht mehr Kräfte raubt, als du dir könntest vorstellen. Vielleicht ist deine Familiensituation so herausfordernd, dass du am Abend heimkommst und du denkst, hey, eigentlich möchte ich gar nicht heimkommen. Eigentlich möchte ich gerne noch immer anders sein, aber einfach nicht heimkommen. Weil es einfach so anstrengend ist, weil es mir so viel Kraft raubt. Vielleicht bist du in einer Beziehung drin, die dich unglaublich schließt, wo du merkst, hey, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Bist du bereit, in solchen Situationen auf Gottes Stimme zu hören und auch darauf zu reagieren, wenn Gott sagt, bleib genau an der Stelle, wo ich dich hergesetzt habe. Ich glaube, das ist etwas unglaublich herausfordernd für uns. In unserer Gesellschaft, wo du so schnell Sachen kannst wechseln, so viele Sachen kannst anders angehen, dort wirklich auf Gott zu hören und auf seine Stimme zu hören und darauf zu vertrauen, wenn er sagt, hey, ich möchte, dass du genau an diesem Ort bleibst. Und wenn alle anderen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie sagen, hey, spinnst du eigentlich? Du machst dich ja selber kaputt. Ich glaube, Gott hat manchmal noch ein zweites Wort mitzureden in diesem Bereich. Der Isaac hat die Prüfung bestanden. Und kaum hat er die bestanden, ist er schon in die nächste Prüfung hineingegangen. Reichtum im Alten Testament ist ein Zeichen dafür, dass du gesegnet bist von Gott. Und sie sind mega gesegnet von Gott. Also der Isaac, der hat Stütze ohne Ende. Der hat jetzt wirklich, das ist ein richtiger Bonz gewesen, so. Und wie wir alle wissen, Geld kann sehr segensreich sein. Wenn man mit Geld gut umgehen kann, kannst du ein unglaublich segensreiches Leben führen. Aber manchmal ist es auch schwierig, viel Geld zu haben. Und beim Isaac ist es so gewesen, dass die Leute neidisch geworden sind. Sie sind eifersüchtig geworden, sie haben sich eingeschüchtert gefühlt. Und sogar der König, der ihnen eigentlich gut gesinnt war, hat gesagt, du bist uns zu mächtig geworden. Und er hat gesagt, ihr müsst das Land verlassen. Ihr müsst wieder zurück in die Wüste, zurück in das Land, wo es überhaupt kein Wasser gibt, wo es gar nichts gibt, zurück in ein trockenes Land hinein. Und der Isaac, der hat sich in diesem Moment wirklich darauf anlassen. Und er hätte können sagen, hey, ich habe genug Männer hinter mir, wir sind eine grosse Sippe, ich stelle mich dem König entgegen und ich biete ihm die Stirne. Wir lesen, dass der Isaac nichts überhaupt in die Richtung gemacht hat, sondern der Isaac hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Ohne irgendwie hinterher den Stinkefinger zu zeigen oder was auch immer, er ist einfach gegangen und hat gesagt, hey, König, du hast das entschieden und es ist okay so. Er hat in diesem Moment innen nicht einmal Gott gehorsam sein, weil Gott hat ihm das nicht aufgedreht. Es war der König, der ihm das aufgedreht hat. Aber was er gemacht hat, ist, er hat Gott vertraut in dieser Situation drin. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, Gott wirklich zu vertrauen in solche Situationen drin, wo Leute etwas in dein Leben hineinsprechen, wo sie sagen, du gehörst genau an diesen Platz her und du hast das Gefühl, du bist ungerecht behandelt dort. Wenn sie sagen, du musst gehen, wenn sie sagen, du musst hierbleiben, wenn sie sagen, du musst dort herspringen und sie sind dir vorgesetzt. Hast du schon mal den Mut gehabt, um denen gehorsam zu sein und gleichzeitig auf Gott zu vertrauen?
ich meine, wenn wir unserem Chef müssen folgen, unserer Arbeitswelt, ist es noch eins, oder? Dann denken wir, ja, mache ich halt, es wird wieder besser. Ich möchte sicher kein Risiko eingehen, weil mein Arbeitsvertrag und so, den brauche ich, sonst muss ich wieder einen Job suchen. Und dort tun wir noch schnell mal ein bisschen spuren und sagen, ja, ist gut. Und vielleicht tun wir ein bisschen mit den anderen Mitarbeitern ein bisschen möffeln und sagen, ja, einfach geil und so. Der Chef ist schon ein rechtes Arsch und so. Aber genau. Aber im Hintergrund tun wir lästern darüber, dass wir gar nicht zufrieden sind mit dem. Aber viel herausfordernder, glaube ich, wird es bei uns, in unserem Kirchenbusiness drin. Und das ist für mich persönlich immer wieder eine Challenge, wo ich merke, wie wir als Church unterwegs sind, wo ich merke, hey, wie wir mit Leidenschaft umgehen. So viele von uns sind in einem Ministry drin, so viele von uns sind in einer Small Group drin. Und ich glaube, es ist beim einen oder anderen auch schon vorgekommen, dass vielleicht ein Leiter von dir gesagt hat, hey, look, ich möchte gerne, dass wir dort hergehen. Und ich sehe dich an dieser Position. Ich möchte gerne, dass du das in deinem Leben angehst, dass du das in deinem Leben veränderst. Und wie viel Mal sagen wir dann in dem Moment, hey, du hast mir nichts zu sagen im Fall. Du darfst nicht in mein Leben hineinreden. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche ein Verständnis dafür bekommen, ein göttliches Verständnis, so wie es der Isaac hatte, dass wir unseren Leiter, der uns Gott auf den Weg gegeben hat, uns vorgesetzt hat, so wie der Kleus und mein Leiter ist, dass wir in dieser Situation, auch wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, sagen, ich mache einfach. Und auch wenn alle Aussichten dafür sprechen, dass ich ungerecht behandelt werde danach, Gott hat das letzte Wort in meinem Leben inne. Und ich glaube, dass Gott daraus etwas machen kann und dass ich ihm vertrauen darf. Die zweite Prüfung war, Gott vertrauen. Die dritte Prüfung, da geht es um Treue und Geduld. Als Isaac gegangen ist, als er in das Ödland hineingegangen ist, weg von der Stadt Gerar, ist gleich darauf ab, die nächste Herausforderung gekommen, und zwar, dass sie Wasser gebraucht haben. Sie sind an eine Quelle gekommen, haben dort gebuddelt, haben Wasser gefunden, und was ist passiert? Leute, die dort auch in dieser Gegend gewohnt haben, schon, die sind gekommen und haben gesagt, hey, das Wasser gehört uns, ihr müsst gehen. Der Isaac hat seine Sachen gepackt, ist gegangen. An einem anderen Ort haben sie wieder angefangen zu buddeln. Das gleiche Szenario, es ist wieder Wasser gekommen, und Leute sind gekommen und haben gesagt, das Wasser gehört uns. Erst beim dritten Mal, als sie wieder umgezogen sind, in dieser Wüste drin, hat es geklappt und sie haben ungestört können ihre Zelte aufbauen, sie haben ungestört können wirklich anfangen nach einer Quelle suchen, auf einem Land, wo niemand anders sonst Anspruch darauf erhoben hat. Wie steht es manchmal mit unserer Ausdauer? Mit meiner Ausdauer, also ganz ehrlich, da steht es wirklich definitiv haben wir es nicht so gut. Und meine Frau ist wahrscheinlich die Beste, die das bestätigen kann, dass ich manchmal einfach ein Ungeduldsbolzen bin, wirklich. Und dass dadurch in meinem Leben merke, da kommt Unruhe drin rein, wenn ich unruhig bin. Und in dem Moment verpasse ich es, die Sicht von Gott zu haben, die der Isaac in dem Moment hatte. Und der Isaac ist mir dort ein mega grosses Vorbild geworden. Er ist einfach der Zusage von Gott treu geblieben. Und er hat gesagt, wenn die anderen sagen, du musst gehen, dann gehe ich. Weil es kommt gut, wenn ich mit dir gehe. Und wenn ich noch so Angst habe, dass meine Sippe muss verdursten, ich folge trotzdem dieser Vision und fange nicht an, Konflikte einzugehen mit anderen Leuten. Aufgrund von diesen drei Prüfungen, die der Isaac hatte, hat sie auch drei Bestätigungen für sein Leben bekommen. Bestätigung 1 war, wo wir lesen im Genesis 26, 24, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, weil ich es meinem Diener Abraham so versprochen habe. Ich habe vorher gesagt, dass er eine riesige Verheißung bekommt für sein Leben, die vom Vater Abraham übergegangen ist auf ihn. Und Gott hat aber zuerst ihn möchte prüfen. Und jetzt ist der Moment gekommen, die erste Bestätigung, dass die Verheißung wirklich auf Isaac ist übergegangen. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe gesehen, was für ein treuer Mensch du bist. Ich habe gesehen, du kannst in dem Kleinen innen treu sein, wo du jeden Tag angehst. Auch wenn es noch so aussieht, als würdest du versäckelt werden. Und er ist auch häufig versäckelt worden von der Welt. Aber Gott hat das genutzt, um zu sagen, hey, ich kann dir vertrauen. Und ich vertraue dir das grosse Volk an, die grosse Berufung. Und er hat die Verheißung über ihm ausgesprochen. Bestätigung 2 war, und das finde ich eine ganz spannende Bestätigung, wo der König, der ihn vorher weggeschickt hat, zu ihm kommt. Und er sagt ihm,
Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite ist. Und er ist wieder angekrochen gekommen beim Isaac. Der grosse Philisterkönig, der vorher gesagt hat, hey, du schüchterst mich ein mit dem Geld, das du hast, mit deinem Segen, das du hast. Du musst gehen. Und schlussendlich ist der König gekommen und hat gemerkt, hey, bei dir läuft irgendetwas, was ich in meinem Leben nicht habe. Und ich glaube, dass Gott einer ist, der Gerechtigkeit in jedem Fall wiederherstellt. Das eine war, hey, ja, das muss schon ein bisschen Genugtuung gewesen sein in dem Moment, wenn der König zu dir kommt und sagt, ja, du hast es eigentlich richtig gemacht. Aber schlussendlich geht es nicht um das, dass wir nachher über anderen stehen, sondern um die Gewissheit, dass Gott für unser Leben die Gerechtigkeit bei den anderen Menschen einfordert. Manchmal zu Lebzeiten und manchmal auch nicht mehr zu Lebzeiten, aber Gott wird sie einfordern. Und die dritte Bestätigung ist nachher die, dass sie am wo sie dort angefangen haben zu graben, in dem Ort, wo sie dürfen bleiben durften, sind nachher die Knechte zu ihm gekommen und haben gerufen, wir haben Wasser gefunden. Und der Isaac hat dort definitiv können seine Zelte auftun und er hat an seinem eigenen Leben erlebt, dass Gott versorgt. Und ich glaube, das ist ein unglaubliches, göttliches Prinzip, das wir am Leben von Isaac lernen dürfen. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir vertrauen, wenn wir treu sind, dass Gott eine Verheißung für unser Leben parat hat, dass er uns versorgt und dass er Gerechtigkeit über unserem Leben ausspricht. Und ich möchte nochmal ganz kurz an den Anfang zurückgehen. Es geht nicht darum, dass das drei Glaubenshelden sind, drei Patriarchen, die sowieso schon ein gutes Leben hatten und wo das easy gefallen ist. Das ist auf keiner Art und Weise der Fall gewesen, sondern sie sind Menschen wie du und ich. Und ich glaube, es ist nicht einfach gewesen, der Weg, den Isaac gehen musste. Und so glaube ich auch, dass es manchmal für uns nicht so einfach ist, die Wege zu gehen und die Lektionen zu lernen, weil es sind Lektionen, die uns herausfordern werden. Ich habe ein Video für dich parat von einer Family, die bis vor kurzem noch bei uns in der Church war. Die sind von Amerika daher gekommen. Er hat ihren Job angenommen. Aber sie haben einem Ruf von Gott gefolgt und sind daher gekommen für eine ganz bestimmte Aufgabe. Und das hat mich mega berührt, als ich das gesehen habe. Und jetzt sind sie zurückgegangen. Ihre Verheißung geht weiter. Und lass uns einfach kurz hineinschauen, wie sie die Lektionen von Gott angegangen sind und wie sie treu gewesen sind, dem Ruf von Gott für sie parat gehabt hat. Before we moved to Switzerland, we lived in Southern California, in between San Diego and Los Angeles. I was working as a nurse in a hospital and Hector had his home business working from home. We have two kids, Amelie and Tiago, who are still at home with us. So, we came to Switzerland primarily to care for Olina's grandfather, an 88-year-old man who lived in Muntingen. And he was widowed three years before we came here. And we saw how he was living. He was a little bit lonely. We noticed he was losing a little bit of weight. We felt in our heart that it was our duty as family, as family to take care of him. That's what the Bible calls us to do, to take care of the widow, to take care of the poor, the needy, the elderly, and to surely take care of our own family. And that's the step we chose to take. The unknown is very scary. We didn't know how long we were going to be here. We didn't know what God wanted of us here. We knew we were coming to take care of my grandfather, but maybe he had something bigger in mind, something scarier than that. And once we did get here, yeah, there were challenges after challenges. We didn't get an instruction manual when we came that said, this is what you have to do. We had to kind of learn as we went along. And it wasn't easy living with an older man in his home with dementia. There are a lot of challenges with that. Were there times that I wanted to quit? So many times, I would say. I didn't speak the language, so that was very difficult. I didn't necessarily feel accepted at once coming to a foreign country. A
man born in Mexico, I grew up in the United States, and then coming to Switzerland, I was pretty confused myself. But living at home, in a home where I was taking care of somebody else, who wasn't sure all of the time why we were even there, because of his dementia, he knew he needed somebody, but many times it almost felt like he didn't want us there. So that was a little bit hurtful. To do so much and give up everything for somebody who wasn't always grateful, that was heartbreaking. But God, I think, every day had to teach us humbleness and to really give ourselves up. We had to be selfless every single day. And our small group is a witness of that, because they would ask us how we would be doing, and we shared our hearts and they prayed with us. Yeah, I agree that having the small group was the thing that saved us when we were here. We got in a small group right when we came, and they were like immediate family to us. Nowhere other than in your family of God can you have friends that quickly. We were able to vent to them when we were having a bad week. They prayed with us. We prayed for them. They strengthened our faith. We laughed together. We ate together. So shout out to our small group. Thank you. We love you. What we learned during this time was that God's always faithful. Before we came, my uncles who live here told me, you won't be able to afford it. You're gonna be lonely. You're not gonna like it. It's gonna be too hard. We decided to come anyway. And he has shown us the whole time that God is faithful. Financially, he gave us just enough. We leave June 11th, which is today for you watching. And by the time we leave, we will have had provided just enough money while we were here. Not too much, not too little. Showing us he's with us. And he provided us with our small group, our friends, and this beautiful country that we've gotten to explore and show our kids where their ancestors are from. In the end, I see all of this as a big brushstroke in the great painting of God, and I can't wait to see the big masterpiece of how this stage in our lives, of our life in Switzerland, is going to look like in that big masterpiece. Don't let fear hold you back. Trust God. If there is one thing I would encourage all of the ICF family to do, would be definitely to live in faith, to be bold, to jump out of the ship like Jesus called Peter to do. It's a scary world out there. We won't always have the answers. We won't always have clarity in front of us, but that's faith. That's part of the journey. Trusting in God and seeing the miracles that he does step by step. That's scary, but it's what brings excitement to our Christian life. Das Faszinierende für mich ist, dass ihr Verhalten, das, was sie gemacht haben, nicht daraus herauskommt, dass sie einfach für Gott leisten und leisten und leisten und noch mehr leisten und noch etwas mehr gemacht haben, dass sie noch gut dastehen oder so. Auch sie haben Brüche in ihrem Leben, ihnen ganz bestimmt. Aber was sie ausgezeichnet hat, ist, dass sie, und was sie immer noch auszeichnet natürlich, ist, dass sie eine unglaublich nahe Beziehung zu dem Gott im Himmel haben. Und was sie die Stimme von diesem Vater hören, und wenn er ihnen sagt, geht in die Schweiz und sorgt für den alten Mann, dann sind sie gegangen in die Schweiz und haben für den alten Mann gesorgt. Und jetzt geht es weiter in ihrem Leben rein. Sie sehen nicht immer das ganz grosse Ziel, wo es hergeht und nur das dürfen machen und alles andere zwischendrin muss man irgendwie auslassen oder so, sondern Gott geht mit ihnen einen Weg. So wie er mit dem Isaac auch einen Weg gegangen ist. Und es gibt Prüfung und Prüfung und Prüfung. Und Gott, bei jeder Prüfung hat er die Möglichkeit, um dir mehr anvertrauen, um dich grösser rauszukommen daraus raus, weil du gelernt hast, mit dem umzugehen. Und für das möchte ich euch wirklich ermutigen, rauszugehen und die Gehorsamkeit, das Vertrauen, die Treue Gott gegenüber ihm einfach zu geben. Ihm das einfach zuzusprechen, weil es ihm gebührt, weil es ihm gehört. Und wir darauf angewiesen sind, dass er unser Leben verändert. Genau. Lass uns aufstehen. Ich möchte für euch beten. Pickt ihr etwas raus,
ob das, was dich angesprochen hat, sei das Gehorsam, sei das Vertrauen, sei das Treue in deinem Leben, in deiner Familie, Job, was auch sonst, wo du gerade drin bist, wo du gemerkt hast, yes, da habe ich meine Battles, da habe ich meine Prüfungen, vielleicht bin ich jetzt mit drin. Und lass uns dir Gott einfach hergeben und einen neuen Step machen vom Vertrauen ihm gegenüber und uns einfach ihm hergeben. Jesus, merci vielmal, dass du unser Leben so change ist manchmal. Und wenn wir es zulassen, dann hast du Grosses mit uns parat. Und das Volk, wo du mit dem Abraham, mit dem Isaac und mit dem Jakob angefangen hast, das geht mit uns weiter. Wir sind als Christen in das Volk hineingeboren worden. Und darum hast du auch mit uns eine grossartige Vision. Du kannst gar nicht anders, als mit uns eine grossartige Vision zu haben. Und ich bitte dich um die nötige Demut für uns, dass wir dürfen immer wieder herhören, heranschauen, was du gerne möchtest tun in unserem Leben drin. Und Jesus, du siehst jetzt in diesen Reihen, wo es Leute hat mit Herausforderungen und wo Challenges haben in ihrem Leben, wo gerade vielleicht in Prüfungen drin sind und den Ausweg manchmal nicht sehen und manchmal auch denken, dass sie verarscht werden. Und alle anderen Leute drumherum sagen, hey, du müsstest es doch anders machen. Und ich möchte euch Mut zusprechen im Namen von Jesus in dieser Situation drin. Dass ihr wirklich ihn darf spüren, in diesem Moment innen und darf seine Kraft, seine Power spüren. Und dass schon morgen darf die nächste Bestätigung kommen für die Treue, die ihr ihm erwiesen habt. Jesus, ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist bei jedem Einzelnen von uns bist, in dieser Runde drin, als ganze Kirche, als ganze Family, dass wir dürfen lernen, was es bedeutet, vollkommen dir zu vertrauen, vollkommen unsere Treue dir einfach herzugeben. Danke, dass du auch ein Gott bist, der Wunden heilt, immer in diesen Momenten, wo wir so Sachen hören und denken, ja, das ist sowieso nicht für uns, weil ich bin so viel enttäuscht worden. Es ist auch ein Moment, wo du Wunden heilen, Vater, an so einem Sonntagmorgen. Und so tust du jetzt in diesem Moment deine Wunden heilen, bei den Leuten, die das hier drin brauchen. Männer, Frauen, jung, alt. Wir alle brauchen immer wieder deine Heilung für unser Herz. Und wir geben es als ganze Kirche einfach dir her in diesem Moment drin und bitten dich, dass du uns veränderst. Lass uns grosse Visionen haben für unser Leben. Lass uns rausgehen mit der Vision, dass auch wir dürfen, so Aufträge erfüllen, wie das die Familie gemacht hat, die jetzt wieder zurück ist in Amerika. Jesus, wir wollen Veränderung sehen in unserem Leben innen. Wir wollen für andere da sein und nicht nur für uns selber. Und das kannst du durch uns durchwirken. Und für das danke ich dir. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn es stattfindet, auf unserer Webseite www.eis-bern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.